Willkommen zurück zur Vanishing of Ethan Carter. Wo bin ich jetzt, verdammt? Achso, ich bin den Weg hochgegangen. Okay. Okay, okay. Also wir haben einen Zug. Einen Zug. Nichts Besonderes bis jetzt. Suchen wir mal weiter. Mal gucken, was wir noch so finden. Hä? Falle? Nein. Lass mich raten. Die Fallen waren nur für Ethan. Wie bereits gesagt, dieses Spiel ist nicht linear. Ihr könnt rumlaufen, wo ihr wollt. Aussicht. Muss genießen. Achso. Zug. Das ist der Weg. Okay. Verstanden. Ja, alles klar. Jetzt wissen wir das zumindest auch. Und laufen nur noch 4 Millionen Mal dahin. Oh, Weg. Hoffentlich verpassen wir auch nichts. Kann man das? Ich weiß nicht. Geht das? So, mitten im Spiel irgendwas verpassen? Ah, hier kommt man nicht hoch. Kann man springen? Nee. Warum nicht? Aber wir können sprinten. Das ist gut. Da ein Großteil der Spieler eh dauerhaft sprintet, warum macht man das nicht als einzelne Funktion? Warum kann man gehen? Die wenigsten Spieler in einem Spiel gehen. Oh, hübsch hier. Oh, was ist das? Das ist kein Tannenzapfen. Oh, ich erinnere mich daran. Das ist für eine Errungenschaft. Die zeige ich euch später noch. Dann könnt ihr die direkt mitnehmen. Ich glaube, ich habe beim ersten Durchlauf des Spiels fast alle bis auf genau diese Granaten-Errungenschaft gekriegt damals. Ist aber schon Jahre her. Boah, ich weiß gar nicht, weil ich das Spiel gekauft habe. Interessiert mich auch gerade gar nicht. Ja. Geht's hier überhaupt her? Ich laufe gerade einfach, als wüsste ich, was ich mache. Naja. Bis jetzt ist ja alles ganz friedlich. Hübsch. Hier kann man sich echt einfach in die Umgebung verlieben. So. Da oben geht's, glaube ich, nicht hin. Da sehe ich nur Felsen. Na, guck mal, was hier unten ist. Oh, weiß. Nicht? Das war geraten. Wow! Hey, hey! Warte! Hey, Mr. Astronaut! Johannes! Johannes, warte! Ich will dich nur was... Ich will... Wo ist er jetzt schon wieder? Hier hoch? Hab dich. Johannes, ich will... Der Weg. Ich will dich nur nach dem Weg fragen. Also, warte doch mal. Wo bist du? Ich krieg dich. Da bist du. Lauf nicht weg. Bin sofort da. Bleib stehen. Oh, hier waren wir gerade schon mal. Wir sind im Kreis gelaufen. Danke, Johannes. Dankeschön. Bleib doch mal stehen. Das ist aber nicht schön, dass es hier andere Viecher gibt. Geräusch verpasst. Wo ist er? Einfach mal weiterlaufen in die Richtung. Ha, hab dich. Warte! Möchte ich immer noch denken, dass dieses Spiel lediglich... Egal. Woo! Spaceship! Awesome! Oh. Actually? Pretty nice. Muss ich mich anschnallen? Oder so? Ich will's sehen! Nice! Kamera ruckelt weg. Oh. Da kann man sich... Also wenn man jetzt... Drogentrip hätte. Und das Spiel. Oh. Möchte ich wirklich wissen, wie viele Astronauten vor mir schon hier waren? Irgendwie nicht, ne? Kann ich da unten gucken? Nö.
Oh, das war das ganze Spiel. Danke fürs... Nein, es war ein Scherz. Hoffe ich. Ja, stimmt. War ein Scherz. Hoffe ich nicht. Fällt gerade an, ich hab's ja wirklich schon mal durch. Ich erinnere mich dran. Ist hübsch. Tut sich auch noch irgendwas? Das Spiel ist nicht nur hübsch, das ist auch ziemlich laut. Hä? Oh! Text. Fangzähne! Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen, wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau. Ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Akzeptieren? Ah. Get out of my room, Travis! Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Ja? Was zum? Gaylord! Muss ich alles in diesem Spiel vorlesen? Nein, macht selber. Travis Entstellung. Homo-Fürst! Ich wollte es nur erwähnen. War es dasselbe? Ja. Oh, hübsch! Hübsch! Richtig hübsch. Wir sind also ein Drogenpolizist auf einem Drogentrip, der Raumschiffe sieht. In kleinen Hütten. Finde ich gut. Finde ich gut. Zivilisation. Gleich kommen noch die Flatscreens wieder und dann sind wir zu Hause. Oha. So spät schon. Oder mal fix war das Spiel mit der Aufnahme, ne? Bis jetzt haben wir noch nichts Neues gefunden. Ja, außer vielleicht im Weltraum. Aber was ist schon der Weltraum, ne? Zug. Turm. Zugturm. Turmzug. Unwichtig. Fragezeichen. No trams have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Wisst ihr noch? Eben der Damm, der war ganz weit weg. Jetzt sind wir so beschissen nah dran. Wie weit wir gegangen sind schon. Das merkt man gar nicht in diesem Spiel. Weil das so atemberaubend schön ist. Ich könnte jetzt sagen, ich krieg dafür kein Geld, weil ich krieg dafür kein Geld. Aber hey. Nicht, dass jemand mir vorwirft, ich mach Schleichwerbung. Aber ich mach Direktwerbung. Das Spiel ist awesome. Kauf's dir. Siehst du? Kommen wir rein? Nein? Ist hier was? Runter können wir auch nicht. Bevor wir da rechts hingehen, will ich erstmal hier noch gucken, ob hier was ist. Man weiß ja nie. Ja, das sieht nicht so aus, aber wir haben auch eben eine Granate gefunden. Ich würde mal sagen... It's worth it. In dem Fall vielleicht nicht so sehr, aber... Wenn man die Umgebung des Spiels liebt, so wie ich, dann ist jede Ecke hier nützlich. Erstmal immer umgucken hier. Das mache ich in jedem Spiel. Erstmal ein bisschen ruhig durchgucken. Mal ein bisschen schauen, was man hier so findet. Geht das hier noch weiter? Können wir das umgehen oder so? Nein? Doch? Begrenzt, ja. Ja, das ist schön, dass Teile des Landes weggeworfen werden. Ey, das ist, da ist was Gebautes. Hier nicht. Aber hier. Das Geile ist, da kommen wir überall noch hin.
Da hinten. Da unten. Da. Da. Überall kommen wir noch hin. Und da auch. Überall. Da oben waren wir auch schon. Wenn wir uns jetzt noch eingraben, sind wir auch da. Ach ne, Do Not Enter stand ja an der an der Erde. An der Boden. Naja. Dann sind wir wenigstens gemütlichst alleine hier. Every version of people hurting each other. Hurting themselves. We blame it on compulsion. Selfishness. Madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Ist das so? Kann ich jetzt eigentlich schon... Ich muss mal was gucken. Nee, Moment. Nein. Ich will noch keine Granate hier hinwerfen. Man wirft nicht einfach Granaten hin und her. Naja, warum nicht? Kapauz! Oh, das war's. Diese Aussicht, genießt ihr sie auch? Denkt ihr nicht... Leute, was eine Aussicht! Das muss ich erstmal screenshotten. Moment. So, hier ist Screenshot. Schwimmen jetzt Fische um? Nicht? Okay. Das ist so cool, dass ich weiß, dass man dort noch hinkommt. Ich liebe sowas. Altes Haus. Ah, hier war da was mit dem Zauberer, soweit ich weiß. Habe ich jetzt gespoilert. Sorry. Absicht. Dummerweise weiß ich nicht mehr, ob hier noch andere Viecher rumgammeln. Ich weiß nicht, ob es nur Jumpscares gibt oder gar nicht Jumpscares gibt. Wie gesagt, es ist ein paar Jahre her. Ich habe noch so vage Erinnerungen. Und ich mag creepy alte Häuser nicht. Weil immer irgendwo was sein könnte. Genau das meine ich. Was willst du von mir? Ups. Das ist nicht so einladend. Okay, dann doch. Nett. Genau, wie war das nochmal? Man muss jetzt irgendwo hingehen. Hab nur vergessen, wo. Rechts? Nee, das war's nicht. Text. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den, der die Winde fürchtet. Hört mich! Großer Gesandter, was? Fokalor. Gut, dann Fokalor. Klingt eher wie ein Hundefutter. Ist okay. Ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, der das echte Innenleben erkennen können. Steht da übrigens. Egal. Aglon. Tetagrab. Hey, Adonai. Das kenne ich. Da rechts. Das kommt vor in der Kabbala. Aglon Tetagram. Weichon Stimulaton und so weiter. Bevor wir noch unglaublich viel Zeit verschwenden. Verdammt, jetzt habe ich es geklickt. Na gut. Dann links diesmal. Tempo! Treppe geradeaus. Bäh! Moment. Ich erinnere mich da noch vage an was. Und weiß nicht mehr an was. Passt. Aber das ist auch gar nicht schlimm, wenn wir gerade diese Episode jetzt nicht so viel gefunden haben. Wir waren ja im Weltall. Wir haben ja immerhin schon wieder eine Sache abgeschlossen. Oh. Aufzug. Kann man hier schon was mit machen? Knöpfchen. Nicht.
Kann ich da runterspringen? Nö. Da komme ich dann gleich erst hin. Ich habe akzeptiert. Na gut. Aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder in der Zeit angekommen. Ne? Und deswegen machen wir zumindest für diese Episode erstmal Schluss. Ich gucke natürlich nicht im Internet, wie es jetzt weitergeht. Wir bleiben genau hier stehen. Pass auf. Hier, den Turm gucken wir an. Und morgen sehen wir uns genau an diesem Türmchen wieder. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die Maus berühre. Aber ich bleibe in etwa hier stehen. Guck, so. Patz, kann passieren. Deswegen, wenn euch die ganze Folge gefallen hat, haut dem Like-Button eins in die Fresse. Und wir sehen uns definitiv morgen wieder. Bei Murdered und bei Vanishing of Ethan Carter. Bis dahin, euer Wolf.